Herzlich willkommen zum vierten Teil der Karma-Lösen durch die Kontinente-Reihe. Und heute sind wir beim Herzchakra angelangt, der Entsprechung Südamerika. Das heißt, wir werden heute karmische Verbindungen lösen, die in deinem Herzchakra sitzen und die dann auch mit Südamerika zu tun haben. Wir holen uns wieder, wenn du die Meditationen mitgemacht hast bis jetzt, weißt du es schon, auf jeden Fall geistige Unterstützung her, Hilfsenergien her, und das machen wir mal während einer kleinen Einleitungsübung, Einleitungsmeditation. Also schließ bitte einfach mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus und nochmal tief ein und wieder aus. Und in deinen Rücken tritt jetzt Erzengel Raphael in einem strahlenden Grün. Und du weißt, Grün ist die Farbe der Heilung, aber auch ein Aspekt deines Herzchakras. Und spür jetzt mal Raphael in deinem Rücken. Und er wird dich begleiten und führen und dich in deine Mitte bringen, sodass du jetzt diese Reise gut durchführen kannst und alle Blockaden, die dir auf dieser Reise begegnen, auch gut transformiert werden können. Und natürlich steht auch dein höheres Selbst als goldenes Licht über dir. Und achtet darauf, dass nur Prozesse in Gang gebracht werden, die deinem Innersten, deinem Seelenplan entsprechen. Und du lädst jetzt auch Erzengel Metatron ein, den Hüter der Akasha-Chronik, in einem starken violetten Licht. Und in diesem violetten Strahl, in dieser violetten Frequenz, die jetzt vor dir sich öffnet, und zu strahlen beginnt. In dieser wundervollen Frequenz, im violetten Strahl, kommt nicht nur Metatron, sondern auch Saint-Germain zu dir mit seiner violetten transformativen Flamme. Du kannst wahrnehmen, dass Metatron die Akasha-Chronik aufschlägt. Denn er weiß, es geht heute um dein Karma, das du auf der einen Seite in deinem Herzen gespeichert hast, auf der anderen Seite mit Südamerika, das mit Südamerika zusammenhängt. Und so beginnt jetzt die Reise. Du lässt dich tief in deine Energie fallen. Und du erlaubst dir jetzt mal, soweit es für dich möglich ist, dass dein Herz geöffnet wird. Ich bitte nun um die Öffnung meines Herzzentrums, sodass ich sämtliches Karma, was dort gespeichert ist, auch lösen kann. Und sieh mal dein Herz wie eine Blüte, und es geht auf. Und in einem Chakra sind fast wie bei einem Diaprojektor Bilder hinter Bildern gespeichert. Und manche dieser Bilder sind aus deinem aktuellen Leben, sind Verwicklungen, sind Erlebnisse aus deinem aktuellen Leben, und manches sind karmische Bilder. Und erlaube dir jetzt mal, dass ein Bild aus deinem Herzen aufsteigt, ein karmisches Bild, soll jetzt vor deinem geistigen Auge erscheinen. Und das kann was Abstraktes sein, wie eine Farbe oder ein Symbol oder eine Mischung aus Bildern. Das können Eindrücke sein. Erlaube einfach mal, dass da ein Bild aus deinem Herzen aufsteigt.
Und während dieses Bild aufsteigt, betrachte es mal und frag mal, Erzengel Metatron, ob dieses Bild ein karmisches Bild ist oder ein Bild aus deinem unmittelbaren Leben. Und hör mal auf die Antwort. Und egal, was du jetzt für eine Antwort empfängst, es wird jetzt begonnen, dieses Bild zu heilen, zu lösen. Schau dir mal das Bild ganz genau an. Ist es hell? Ist es dunkel? Hast du das Gefühl, dass es eher ein belastendes Bild ist oder eher ein leichtes Bild? Hast du das Gefühl, dass das Bild eine Strahlkraft hat oder dass es eher ein bisschen gedämpfter ist? Erlaub dir mal, dieses Bild wahrzunehmen. Und wenn du dir noch etwas schwer tust mit diesem Bild, dann lass mal Klarheit reinfließen. Also wir geben jetzt mal Klarheit in dieses Bild rein. Reinigung, Neutralität. Du kannst dir das Bild jetzt noch mal ganz genau betrachten und schau mal, was drauf ist, welche Farben, was du da siehst. Und erlaube jetzt, dass in dieses Bild genau die Frequenzen einfließen. Und die Frequenzen werden von Raphael, Saint-Germain, Metatron und deinem höheren Selbst zur Verfügung gestellt. Und da fließt jetzt all die Energie in dieses Bild rein, die es benötigt, dass es sich löst. Und beobachte mal, was da reinfließt. Vielleicht Liebe, vielleicht ein Schocklöser. Vielleicht Heilung deines inneren Kindes. Vielleicht Heilung deiner Würde, deiner Identität. Sämtliche Widerstände, die verhindern, dass dieses Bild Heilungsenergie optimal aufnimmt, werden nun bearbeitet und transformiert. Vielleicht ist es auch ein Bild, das mit einer blockierten Eigenliebe zu tun hat. Auf jeden Fall wird dieses Bild jetzt mit Geduld, mit Vergebung, mit Gnade und allen anderen Frequenzen erfüllt, dass es sich lösen kann. Durch Zeit und Raum. Und du spürst, dass Raphael seine Hände noch einmal zu deinem Herzchakra führt. Das heißt, von deinem Rücken aus noch einmal ins Herz hinein. Und du beobachtest die Energie, die sich da jetzt manifestiert auf dem Bild. Diese Heilungskraft, dieses Licht, dieses Strahlen. Dieses Wunder.
Und du spürst jetzt, dass sich dieses Bild löst. Und als sich das Bild löst, spürst du auch, wie sich in deinem Herzchakra etwas öffnet, etwas weiter wird. Und du spürst, dass Liebe, Gnade, Dankbarkeit und Vergebung einfließen können. Und erlaube jetzt in dich zu horchen, vielleicht fällt dir noch ein Satz ein mit ich werde immer oder ich werde nie. Und solche Sätze mit ich werde immer vielleicht müde sein, traurig sein, wütend sein. Vielleicht fällt dir da ein Satz ein. Dann schreibe diesen Satz, ich werde immer, Punkt, Punkt, Punkt. Und erlaube dir, dass du diesen Satz ganz bewusst nochmal aufschreibst. Ich werde immer Punkt, Punkt, Punkt auf ein Blatt Papier und gib dieses Papier dann, knülle es zusammen und schmeiße es in ein violettes Licht, in die violette Flamme von Saint-Germain und schau zu, wie dieser Satz, wie dieser Zettel verbrennt. Und atme mal tief ein und wieder aus. Und vielleicht fällt dir noch ein Satz ein oder du kannst diesen Satz gerne noch einmal draufschreiben, wenn du das Gefühl hast, er ist noch da. Und dann, nachdem du den Satz geschrieben hast, zernudel nochmal den Zettel und schmeiß es wieder ins violette Feuer. In die Energie von Saint-Germain. Schau, wie er verbrennt und atme tief ein und wieder aus. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest den letzten Satz noch einmal verbrennen, dann schreibe ihn nochmal auf einen Zettel und wiederhole das. Schau dir den Satz an, knülle ihn zusammen und schmeiße ihn ins violette Feuer. Und du spürst jetzt, dass ein heilendes Licht wie eine grüne Spirale in deinem Herzchakra aktiv wird. Du spürst jetzt, dass karmische Einschränkungen von deinem Herzen abfallen und dass du in dir klar und stabil bist. Und du spürst, dass dieses Licht aus deinem Herzen weitergeht zum Solarplexus, Nabel, runter zu deinem Wurzelchakra. Und dass diese Energien in die Erde fließen können. Und du spürst jetzt, weil es dir auch gezeigt wird, dass du schon so viel erlöst hast, dass du frei bist, in Frieden und Liebe. Und du bedankst dich jetzt. Und spürst diesen Frieden, dieses Licht um dich herum.
Du spürst die Energie und die tiefe Reinigung, die in dir und um dich stattfindet. Und du spürst, dass alles weiter, klarer und größer um dich herum wird. Du spürst, dass dein Herz den Weg kennt. Und du spürst auch, dass du verbunden bist mit der geistigen Welt, mit deinem höheren Selbst, Saint-Germain, Metatron und Raphael. Und natürlich unzähligen anderen geistigen Helfern und Führern. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt, und du siehst jetzt, wie Metatron sein Buch aufschlägt, die Akasha-Chronik aufschlägt und die betreffenden Seiten dazu umschreibt bzw. korrigiert, dass auch in der Akasha-Chronik Transformation stattfindet. Und Metatron schlägt das Buch zu, nickt dir zu, dreht sich um und du verabschiedest dich. Und gemeinsam mit Saint-Germain, wo du dich auch nochmal bedankst, verlässt er jetzt so dieser violette Strahl, dein Energiefeld, deinen Raum. Und du bedankst dich jetzt auch bei Raphael, der dir die Heilung einfließen ließ in den Rücken, und verabschiedest dich. Und auch Raphael tritt jetzt einen Schritt zurück und geht wieder zurück. Und du spürst, dass du klarer wirst, geerdeter wirst und dass du mit deinem höheren Selbst in diesem Raum bist. Und du spürst deinen Schirm, dein Schild, deine Klarheit und dein Bewusstsein. Und du spürst, dass du geführt und behütet bist. Und du bedankst dich noch bei deinem höheren Selbst, verabschiedest dich. Und sämtliche Türen, die du jetzt während dieser Meditation aufgemacht hast, schließen sich jetzt. Du bewegst deinen Körper, streckst dich durch und kommst genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Atmest nochmal tief ein und aus. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen? Ich bin gespannt auf dein Feedback, ich freue mich schon drauf. Ja, und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Karma durch die Kontinente. Da sind wir dann beim Halschakra angelangt. Ich wünsche dir einen schönen Abend, wenn du das Video siehst, oder eine gute Zeit. Und lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Ereni. Tschüss.